Jingle bell, ba 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 ba. Hey Leute und willkommen zu einem weiteren Video des Adventskalenders, Türchen Nummer 9. Wunderbar, dass ihr mit eingeschaltet habt und ich habe hier einen Gast dabei und zwar der David. Hallo, servus, was geht? Er kommt aus Österreich, ich glaube, das hört man. Wir machen das gerade über PlayStation Party, deswegen dieses geile Headset hier auf. Und wir wollten eigentlich Salzburg gegen Liverpool spielen. Hat leider nicht ganz hingehauen, deswegen spielen wir jetzt einmal Deutschland gegen Österreich. Das war sein Vorschlag. Ist, denke ich, ganz cool. Wir starten direkt rein. Und ja, dann machen wir das hier als Prognose. Und danach geht's in die krasse Challenge. Heute, wie ihr schon seht, sind wir auch in PES. Was ziemlich krass ist. Finde ich immer wieder cool, wenn wir auch mal wieder PES zocken. Ist ja ein geiles Spiel. Ja, ich hoffe, man hört ihn. Ich denke schon, ich habe PES jetzt ziemlich leise gemacht. Bei PlayStation Party ist das halt immer ein bisschen bisschen problematisch und so. Ihr könnt aber auf jeden Fall bei ihm vorbeischauen, denn er hat auch einen YouTube-Kanal. Einfach mal rechts oben beim i verlinkt. Würde er sich bestimmt freuen. Genau. Wir haben gerade auch festgestellt, dass wir beide auf Top-Spieler spielen. Also könnte eine interessante Partie werden. Ah, jetzt gibt's die erste Chance. Ah, ja, da war viel Platz hier rechts, nicht schlecht. Leute, seid auf jeden Fall auf die Challenge gespannt hier in PES heute. Was ganz Besonderes habe ich mir da überlegt. Ich bin absolut gespannt, was das wird. So, jetzt gibt's die erste Chance für Deutschland und das ist direkt das Tor. Sané, 1-0. Das fand ich gut auch. Vom David. Hilfe. Oh. Ja, zwei Schüsse hattest du bisher. Beide knapp vorbei. Gleiche Ecke. 2-1. Hier zur Halbzeit schon 3 Tore gefallen. Kann man auf jeden Fall mal machen. Oh. Bin gespannt, wie es weitergeht. Ja, okay. Ich hatte ein paar mehr Chancen, mehr Ballbesitz. Geht in Ordnung. Mein Freund, der macht mir so fertig, der MPS, der schießt so, der sitzt nie gegen mich. Wird Deutschland aggressiv hier? Oh, Süle, kriegt den nicht! Oh. Aber Neuer, der bessere Torhüter. Ey, das war ganz schön knapp. Warum hat den Süle eigentlich nicht weghauen können? Keine Ahnung. Oh, und dann geht er hier durch zwei durch. Bisher in der zweiten Hälfte nur noch Österreich am Drücker. Oh, letzte Sekunde. Jetzt vielleicht mal ein Konter. Nee, wieder nicht. Oh, ganz mies. War es, als ob der Schiri das nicht gepfiffen hat. Ich hab dich voll umgehauen. Sehr schön. Jetzt aber ein Konter, komm. Nee. Irgendwie. Oh, fast noch. Also bisher in der zweiten Hälfte habe ich noch nicht viel zu melden gehabt. Oh, oh, er kann sich den Ball zurückholen, Goretzka! Yes! Ah, Alter! 3-1. Ist es die Entscheidung? Fragezeichen. Ich weiß es nicht. Ah, ich muss aber so depper die Fehler in der Verteidigung. Hätte es halt zurückspielen müssen zum Torwart. Aber gut, das weiß man dann auch nicht mehr so schnell. Ja, okay, der Hinterecker hat ihn gar nicht mehr aufgenommen. Scheit. Ja, was tust du denn jetzt? Wow, okay. Ja, ein Tor muss schon mal möglich für mich sein, oder? Ja, für mich meinst du? Ja. Oh, jetzt wieder gefährlich, jetzt wieder gefährlich. Oh. Ja, du hattest die ersten paar Minuten von der zweiten Hälfte haben auf jeden Fall dir gehört. Jetzt muss Deutschland mal wieder kommen. Werner. Ja. Und oh, nein, da nein, ist Reus. Komm. Renn ein wenig. Scheiße, er hat mich nicht ausgetrickst. Oh! Ah. Uff! Da Witze, ja, der ist ja ganz gut. Schluss 10 Minuten sind schon angebrochen.
Unentschieden wird es wohl nicht mehr geben. Dann gäbe es ein Elfmeterschießen. Oh. Oh, Werner holt ihn sich wieder glücklich. Und er ist drin. 4-1. Deine Lucky Tore, Alter. Wieder ein bisschen glücklich, wie bei Goretzka. Vorhin. Ich weiß nicht, was die da hinten machen, oder? Aber dass der ihn dann so in den Winkel haut, ist auch nicht schlecht. 4-1, damit ist es, denke ich, entschieden. Oh mein Gott. Und Werner kommt gleich wieder. Leroy Sané. Ah. Ja, den haben wir nicht schlecht gekonnt. Ja, letzte Rettung war das in der letzten Sekunde. So, jetzt eine Ecke von mir. Du hast gesagt, du kannst sie nicht so gut. Schauen wir mal, was ich draus zauber. Kimmich. Und der Torwart. Da passiert nichts mehr. 4-1. Eindeutig. Oh. Aber du hast trotzdem gut gespielt. Ich hoffe, du bist mir nicht böse. Und dann gehen wir in die Challenge. So Leute, wir gehen in die Challenge und wählen uns natürlich wie immer ein Zufallsteam aus. Du darfst einmal auf Dreieck drücken. Und bekommst Standard. Und ich drücke einmal auf Dreieck und bekomme Moskau. Ja, beide Mannschaften nicht so krass. Meine ein bisschen besser. In der Taktik verändern wir absolut nichts. Wir gehen einfach rein und schauen mal, wie es läuft. So Leute, die heutige Challenge ist eine Freistoß-Challenge. Wir werden jetzt quasi 10 Freistöße schießen, jeder. Wir laufen zu der Position, wo wir unseren Freistoß haben wollen. Du darfst anfangen. Und dann hauen wir uns einfach gegenseitig um und schießen Freistöße. So, erster Freistoß für den David. Bin gespannt. Na, scheiße. Oh, na. Oh, na, die ist so Leute, da kommen wir zu meinem ersten Freistoß. Ich bin gespannt. Oh, direkt an die Latte, aber halt nicht mehr. So, da setze ich meinen zweiten direkt hinterher. Am besten jetzt auch reinböllern. Und wieder Latte, was? Ah, Mann. Jetzt bist du zweimal dann dran. Oh, gib dann Boy. Nee, du bist dran, du bist dran. Ich will immer gefault werden. Warte mal, auf der anderen Seite. ist wurscht. Ups. So, jetzt gibt's den zweiten Freistoß. Oh, in die Mauer. Komm, du darfst direkt den nächsten, dass du wieder den dritten machst. Oh, ne. Oh. Ja, das funktioniert eigentlich ganz gut. Ich dachte, das ist noch schwieriger. So, wieder von der Seite. Oh, rot. Ich habe eine rote Karte gekriegt. Auch geil. Was ist da? Ich habe schon zweimal Latte getroffen. Was passiert hier? Bisschen weiter weg. Ich habe bisher immer an die Latte geballert. Vielleicht jetzt von ein bisschen weiter hinten, dass er sich besser senkt. Ich weiß es noch nicht. Nur jetzt an andere Seiten. Was, du hast schon wieder rote Karten. Diesmal drüber. Was ist das denn? So, und damit kommt mein vierter Elfmeter, diesmal wieder von der Seite. Oh, na, der ist gut, der ist gut. Der, okay, ist doch nicht gut. Ich hab's probiert, mal in die andere Ecke. Ich dachte, vielleicht ist der, weiß ich nicht, aber 4 schon daneben geballert. Was ist da los? Boah, der gefährlichste bis jetzt. Alter. Aber wir haben beide noch nichts reingemacht aus jeweils 4. Jetzt du wieder. Nee, du. Du machst den 5. Aber, okay. Nice, es war Ball, oder? Oh, scheiße. Faule. Jetzt bist du relativ nah dran. Aber relativ nah dran jetzt.
Ja, der könnte schon nicht schlecht werden, wenn der über die Mauer kommt. Ah, so hat's geschossen. 5 zu 4 geschossen. Du hast schon die Hälfte jetzt. Und noch keinen drin. So, oh, mein 5. Das ist jetzt die Hälfte. Jetzt muss er doch mal rein. Komm schon, jetzt muss er doch mal rein. Oh. Yes. Beide haben 5 geschossen. Ich habe einen davon jetzt getroffen. 1 zu 0. Und jetzt direkt mein 6. hinterher. Endlich. So, jetzt Leute, direkt ein Nachlegen. Der 6. direkt hinten dran. Komm schon, komm. Oh. 6. bei dir. Boah. Jetzt wird's gefährlich, aber du schießt da ein, wo der Torwart steht, und das kommt mir zugunste. Alter, bei mir wurde wieder eine rote Karte gegeben. Was? Oh, der Torwart in die Arme. Okay, du hast deinen 7. gemacht. Ich mache jetzt den 7. und 8. Und wenn ich jetzt treffe, dann wird's schon richtig kritisch. So, Leute, jetzt sind wir ein bisschen weiter außen. Ich weiß nicht, was ich daraus machen soll jetzt. Keine Ahnung. Ich hab keinen Plan. Kannst du schon machen. Komm, probieren wir einfach wieder über die Mauer. Nee, viel zu hoch. Das war ganz schwach. Okay, der ist jetzt gefährlich, glaube ich. Ja, wir müssen aufpassen, ob 4 wird das Spürunterbruch oder ab 5. Oh, was? LOL, nochmal Latte. Er ist einfach auf die Latte nochmal getatzt. Boah, ich weiß einfach nicht, wie man über die scheiß Mauer schießt, Alter. Ja, der vorletzte. Boah. Der geht in die Mauer rein. Okay, jetzt hab ich meinen vorletzten und letzten. Ich hab jetzt 9 und 10. Und dann schießt du nur noch den 10. Also du kannst quasi jetzt nur noch ein Tor machen. Und ich hab jetzt die Möglichkeit noch 2 zu machen. Oh, der ist nicht schlecht, der ist nicht schlecht. Und wenn ich jetzt den mach, dann hast du eigentlich quasi schon verloren. Ja. Oh. 2 zu 0, damit ist der Sieg quasi schon sicher. Wir machen die anderen natürlich auch noch. Es sind noch 2 Freistöße. Ich krieg noch einen, du kriegst noch einen. Aber mein 9. ist drin und damit steht es 2-0. Wenn ich den jetzt auch noch mache, das wäre krass, ja. Wir haben beide 3 rote Karten. Ja, jetzt schon. So, das ist mein 10. jetzt. Ja. Boah. Der sitzt auch. Yes. Das ist richtig nice. 3 zu 0. Und damit kannst du jetzt nur noch ein 3 zu 1 schaffen. David hat noch einen Freistoß. Und dann ist hier die Challenge vorbei. Aber gewonnen habe ich jetzt, denke ich, schon klar und deutlich. Letzter Freistoß, dann ist das Spiel durch. Es steht 3 zu 0. Es könnte ein 3-0 bleiben oder ein 3-1 werden. Es bleibt beim 3-0. Ah, scheiße. 10 Freistöße jeder gehabt. Ich habe immer in 3 verwandelt. Also da bin ich absolut zufrieden mit. Bei dir leider keiner. Ich bedanke mich jetzt fürs Zuschauen. Ich bedanke mich auch bei dir, David, fürs Dabeisein. War auf jeden Fall ganz cool. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht. Schaut auf jeden Fall bei ihm vorbei. Würde uns freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder bei Türchen Nummer 10. Servus.